Moin, die Bewegung heute, die kannst du im Sitzen oder im Stehen machen. Heb deinen rechten Arm so aus deiner Schulter, dass er nach rechts zeigt, in Schulterhöhe. Und jetzt fängst du an, in deine rechte Achsel zu atmen, in den Bereich unter deiner rechten Achsel, während dein rechter Arm nach rechts in Schulterhöhe ausgestreckt ist. Du musst nicht tiefer oder flacher einatmen. Du musst nichts an deinem Atemrhythmus ändern. Du atmest ein und dann wieder aus. Du atmest ein in die Achsel. Und wenn du einatmest, dann nimm jetzt deinen Blick und deinen Kopf ein bisschen mit nach rechts. Vielleicht so, als ob du mit dem rechten Arm jemanden umarmt hast. Und wenn du einatmest in deine Achsel, dann willst du ein bisschen zu ihm rüber gucken. Und mit der Ausatmung bringst du Blick und Kopf wieder zurück. Mach das noch zwei, dreimal. Es kann eine kleine Kopfbewegung sein, vielleicht sogar so klein, dass es kaum jemand sieht. Mach eine Pause und nimm deinen rechten Arm runter. Wie fühlt sich deine rechte Schulter an? Vergleiche mit deiner linken Schulter. Wie fühlt sich dein Nacken an? Links, dein Nacken rechts? Und dann heb den linken Arm, strecke ihn nach links aus, so als ob du vielleicht links jemanden umarmst. Und du atmest in deine linke Achsel ein. Ja, du weißt jetzt schon, wie es rechts war, aber kannst du es so machen, dass links komplett neu für dich ist? Atme in deine linke Achsel und mit der Einatmung drehst du jetzt deinen Kopf und deinen Blick langsam ein klein wenig mit nach links und mit der Ausatmung kommt der Kopf wieder zurück. Ja, so, als ob du mit deinem linken Arm jemand umarmst und wenn du einatmest in deine Achsel, nicht in die Achsel des anderen, dann kommt dein Blick ein bisschen drüber nach links, du drehst deinen Kopf nach links und mit der Ausatmung bringst du Kopf und Blick wieder zurück zur Mitte. Bring den linken Arm dann runter. Wenn du sitzt, kannst du die beiden Handflächen auf deine Knie legen. Wenn du stehst, lass die Arme einfach hängen. Und wie atmet es sich jetzt? Wie, ja, ist der Atem jetzt in deinen Rippen, der Atem unter deiner Achsel? Geh ein bisschen durch den Raum spazieren, wenn du kannst, wenn du die Zeit hast. Und du kannst diese Bewegung jederzeit in deinen Alltag mit einbauen, im Stehen, im Sitzen. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, sich ein bisschen Entspannung dadurch zu holen. Das war's für heute.